Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch ein Hallo an alle Serienfreunde. Heute wird über House of the Dragon Staffel 1 gesprochen. Ich habe ja in letzter Zeit schon über die Ringe der Macht gesprochen. Ich packe euch das Video auch mal unten in die Infobox, beziehungsweise findet ihr da auch die Playlist, wenn es da so ein bisschen um Serien geht. Und diesmal geht es um die erste Staffel House of the Dragon, das Prequel zu Game of Thrones. Und ich habe hier schon mal so ein bisschen Deko-Bücher, die ich irgendwie so habe, hingestellt. Es ist die Sammlung nicht ganz so groß wie noch bei, ja, Die Ringe der Macht. Also meine Tolkien-Sammlung ist definitiv größer. Aber theoretisch gibt es von Game of Thrones ja auch nur 5 Bücher. Und das Buch Feuer und Blut hatte ich ja einst abgebrochen. Dazu aber dann später. Ich möchte heute hier über die erste Staffel sprechen. Ich werde die komplette Staffel am Ende irgendwie spoilern. Ich möchte ja meine Gedanken, Meinungen dazu sagen. Ich werde auch auf Game of Thrones spoilern, insbesondere auf die 8. Staffel, weil es eben da Zusammenhänge gibt, ja, wo ich gefühlt einfach auch etwas dazu sagen möchte. Und ich habe das alles wieder ein bisschen aufgeteilt, wie auch beim letzten Serientalk, in Erwartungen, Fakten, Negatives, Positives. Diesmal drehe ich es, weil es definitiv mehr Positives gibt als Negatives. Und deswegen möchte ich die Schwärmerei dann einfach am Ende einfach rauslassen. Die Zeitstempel packe ich euch unten in die Infobox. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr da vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, auch eine urzeitliche sehen wollt, wie lange ich schwärme, dann findet ihr das jetzt auf jeden Fall auch unten. Und ja, fangen wir einfach mal mit den Erwartungen an. Ich war ein sehr, sehr großer Game of Thrones Serienfan. Ich mochte die Bücher, ich habe das super gerne gelesen. Ich war sehr tief in dieser Welt, hatte verschiedenste Theorien und habe das auch immer mit lieben Mitschauern sozusagen diskutiert und in Foren ausgetauscht. Und dann kam Staffel 7. Da habe ich schon an vielen Stellen sehr tief geatmet, und als dann Staffel 8 kam, die tatsächlich mit Folge 1 und 2 noch gut anfing, machte es auf einmal einen gehetzten Eindruck. Es wurden Dinge einfach vergessen, ignoriert, sie waren nicht mehr wichtig, und das Ende ist für mich persönlich eine Katastrophe. Ich zweifle gar nicht daran, dass George R. Martin nicht ein ähnliches Ende irgendwo im Sinn hat, aber der Weg ist natürlich in der Geschichte immer das Ziel. Und während man sich ja 5 Staffeln wirklich sehr viel Zeit für Charaktere, für Intrigen, Spinnereien, ja auch Zusammenhänge gelassen hat, ist man so ab Staffel 6, 7, als dann eben auch die Buchvorlagen fehlten, wirklich abgedriftet. Man ist wahnsinnig schnell geworden, man hat eine Charakterentwicklung innerhalb von 60 Minuten, wo man sich fragt, wo kommt das her, wo geht das hin und warum ist das passiert? Und für mich war Staffel 8 wirklich eine Katastrophe. Ich habe Staffel 8 als DVD-Box hier, ich habe die im Weihnachten des Jahres sozusagen geschenkt bekommen, war das dann 2019? Ich glaube, ich habe die nicht einmal geguckt. Ich bin wirklich traumatisiert, was das angeht. Ich habe immer mal wieder Lust auf Game of Thrones. Dann fällt mir aber wieder ein, wie schlecht ich Staffel 8 und auch zu Teilen 7 fand. Und dann habe ich schlagartig keine Lust. Dementsprechend, um jetzt auf House of the Dragon zu kommen, hatte ich gar keine so große Erwartungshaltung an House of the Dragon. Vor allem, weil ich während Game of Thrones kein großer Targaryen-Fan war. Also ich fand die Geschichte von Daenerys eher immer unspektakulär. Ich mochte sie auch als ja, erzählenden Charakter nicht so gerne. Ich fand es ganz spannend, an welche Orte sie uns geführt hat. Aber alles in allem, ja, war ich da nicht so der Fan von. Auch wenn ich doch die Geschichte rund um Rhaegar und Lyanna Stark super spannend fand. Und wie eben auch überhaupt die Rebellion von Robert Baratheon, was das mit den Targaryens gemacht hat. Das war natürlich schon ein dunkles Kapitel in der Geschichte von Westeros. Aber das, ja, wir wissen, um was es in House of the Dragon gibt. Es gibt ja, es wurde im Grunde komplett erzählt, ich glaube in der 3. Staffel von Joffrey an, ich weiß gerade nicht mehr, der hier sich die ganzen Skelette anguckt, der Drachen, und darüber spricht, wo das eben hingeführt hat im House of the Dragon, im Tanz der Drachen, entschuldigt. Und das wird uns ja erzählt. Wir wissen, wie das ausgeht, wo das hinführt, dass da Drachen gegeneinander gekämpft haben. Und vor, ich glaube, 2 Jahren oder 3, kam dann auch Feuer und Blut im Grunde auf den Markt von George R. Martin.
Und das ist eher so ein fiktives Geschichtsbuch, ein historisches Begleitbuch, das uns eben die Geschichte von den Targaryens eher eben aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Also wir haben da auch verschiedene Mäster und Gelehrte, die uns diese Geschichte niedergeschrieben haben. Das heißt auch, man weiß immer nicht, wem soll man glauben. Und das habe ich damals als Hörbuch begonnen und habe es irgendwann abgebrochen. Ich fand das total unfolgbar als Hörbuch. Ich habe das wahnsinnig langweilig gefunden und möchte es jetzt aber als E-Book nochmal versuchen, beziehungsweise kommt im Dezember auch die so eine illustrierte Ausgabe. Und ich glaube, auch wenn die über 40 Euro kostet, ach, nach der Serie, ja, die mir echt gut gefallen hat, wäre das auf jeden Fall was. Meine Erwartungen waren also eher so semi und ich dachte, das probierst du einfach mal und schaust dir an. Auch wenn du theoretisch ja weißt, wo dieser Weg hingeht, praktisch ist das natürlich nochmal was anderes, was wird einem gezeigt, welcher Weg wird eingeschlagen und so weiter. Und an manches erinnert man sich auch nicht mehr. Also man merkt auch recht schnell, wenn man aus einem Thema raus ist, dass man manche Dinge auch relativ schnell wieder vergisst. Irgendwo da drin sind sie. Das heißt, wenn man sie dann auf Leinwand sieht, denkt man, ah ja, stimmt, da und da und so ist der Weg. Aber ja, nicht hundertprozentig. Und ich hatte tatsächlich wenig Erwartung. Ja, was ich im Nachgang so ein bisschen schade finde, weil ich glaube, meine Vorfreude wäre viel größer gewesen, wenn ich mich da auch ein bisschen mit hätte so anstecken lassen. Das so zu den Erwartungen. Zu den Fakten, spielt knapp, ich glaube, 200 Jahre vor Game of Thrones, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder 300 Jahre. Irgendwie so. Das wird auch in der ersten Folge von House of the Dragon erzählt, bis wann es jetzt ist, bis Daenerys Targaryen auf die Welt kommt. Dass man da so einen Zeitfaktor hat, der definitiv in der Serie noch wichtig ist. Es basiert eben auf diesem fiktiven geschichtlichen Begleitbuch von George R. R. Martin. Das heißt, die Vorlage ist komplett abgeschlossen. Der Tanz der Drachen war auch vorher schon Teil der Erzählung. Also nicht Tolkien, George R. R. Martin hat hier definitiv schon einen Plan, wo es hingeht. Dementsprechend auch die Serienmacher haben hier ein abgeschlossenes Werk, nicht wie bei Game of Thrones. Es lief jetzt bei uns bei HBO, was in der Regel über Sky oder jetzt auch Wow sozusagen erhältlich ist und wird vermutlich dann auch wahrscheinlich dann Anfang Mitte nächsten Jahres, vielleicht so um Ostern, dann wahrscheinlich auch als DVD und Blu-ray kommen und ja. Darauf freue ich mich dann auch schon. Es sind jetzt in der ersten Staffel 10 Folgen. Also man ist dem früheren Beispiel von Game of Thrones gefolgt und hat 10 Folgen gemacht. Zu je ungefähr einer Stunde. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und ich glaube, die Serie ist ab 16 freigegeben. Und ja, das ist definitiv auch gut so. Ja. Das so zu den Fakten. Kommen wir ein bisschen zu dem Negativen. Und ja, damit fange ich an, glaube ich, mit dem Thema der ersten ja 4, 5, 6 Folgen. Wir haben recht große Zeitsprünge. Also wir beginnen die Geschichte, da ist die Protagonistin Rhaenyra, oder eine der Protagonistinnen Rhaenyra, noch ein Kind, spielt mit ihrer Kindheitsfreundin Alicent, die dann eben auch irgendwann die Frau, die zweite Frau ihres Vaters wird. Und dann gibt es eben diese Zeitsprünge da drin, wo man eben sagt, okay, jetzt vergehen einfach mal 3 Jahre und dann vergehen 6 Jahre und dann vergehen wirklich 10 Jahre, sodass man sagt, man hat auch ganz andere Darsteller genommen. Also man hat dann die jugendlichen Darsteller von Rhaenyra und Alicent ausgetauscht gegen erwachsene Darstellerin. Und per se finde ich das tatsächlich eine gute Idee. Man hat hier im Grunde Zeiten ausgelassen, wo nicht viel passiert ist. Und das finde ich gar nicht schlecht. Man hätte das natürlich auch raffen können, hätte dann aber keine Erklärung für das Alter gehabt. Denn die jungen Charaktere handeln natürlich anders und haben eine andere Motivation, als es dann eben wird, wenn sie erwachsen sind. Dementsprechend musste es irgendwie diesen Zeitsprung geben und ich fand den auch gar nicht so schlecht, beziehungsweise wurde das auch nicht einfach eingeblendet mit 3 Jahre später, sondern durch Erzählungen in den ersten 5 Minuten, wie viel Zeit vergangen ist. Also egal, ob das dann mal die erste Namenstagfeier ist, ob das klar ist, dass die Kinder auf einmal größer sind und so weiter. Aber für mich persönlich war es manchmal sehr verwirrend, gerade bei den Kindern, der Hauptcharaktere zumindest zu Beginn. Wer ist jetzt wer? Wie heißen die? Zu einem ja sowieso gefühlt alle irgendwas mit Aemon, Daemon, Aegon. Wahnsinn. Aber das hat mich tatsächlich so ein bisschen rausgebracht im Sinne von, wie stand ich gerade in der letzten Folge noch zu dem? Und ach, das ist jetzt die fand, also ich fand das sehr schwierig. Ich hätte mir so Namensschilder gewünscht. Was natürlich gar keinen Sinn macht. Aber es hat mich gerade bei den Kindern doch ein bisschen gestört, wer ist da wer. Ich meine, klar, wenn man dann die Namen wieder 2, 3 Mal gehört hat, dann hat man sich dran gewöhnt. Aber es hat mich definitiv verwirrt. Und die Charakterentwicklung bzw. Bindung
war es so ein bisschen schwieriger. Also wenn man sich dann wieder an die älteren Charaktere gewöhnt hat, dann hat man, also fand ich das auch richtig gut gemacht. Man hat dann auch in den Hintergrundinfos eben gehört, dass eben auch die Jüngere als auch die Ältere miteinander zusammengearbeitet haben, um diesen Charakter zu erschaffen. Und das fand ich tatsächlich auch spürbar. Das möchte ich tatsächlich auch positiv sagen. Aber ich fand es ein bisschen schwierig, da immer zu folgen, wer ist wer und wo steht er gerade. Dann mochte ich nicht, dass man von zwei, drei Charakteren die Motivation verändert hat. Als Beispiel hier Alicent, die ist ja Königin und wird ja eigentlich von ihrem Vater Otto von Hohenturm angetrieben, hier Königin zu werden, dem König schöne Augen zu machen, hier die zweite Frau zu sein und dann eben möglichst Erben zu gebären, die eben dann Männer sind, damit man eben Rhaenyra, die erste Tochter des Königs sozusagen, entthronen kann und zudem eben auch den König stellt. Also dass es nicht nur ein Targaryen ist, sondern eben auch ein Hohenturm. Und diese Motivation, die der Vater an die Tochter weitergibt, war für mich auch absolut nachvollziehbar. Und dann ändert man aber etwas zur eigentlichen Alicent. Also ich glaube, dass man die sowieso sehr viel verändert hat im Zuge, wie ich sie so in den Anfängen der Bücher in Erinnerung habe. Auch das Alter hat man ein bisschen verändert. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Aber wir erfahren ja hier in dieser Geschichte, wie wichtig die Prophezeiung des Prinzen, der verheißen ist, ist, die ja auch in Game of Thrones eine Rolle spielt. Deswegen vorhin mein Hinweis auf den Spoiler in Staffel 8. Der Prinz, der verheißen ist, ist vereint ja Feuer und Eis, weswegen ja die Reihe von George R. R. Martin auch Feuer und Eis eben eigentlich heißt. A Song of Ice and Fire, so rum ist es. Deswegen hat sich das gerade so komisch angehört, also Eis und Feuer. Und das ist ja theoretisch Jon Snow, also auch ein Aegon Targaryen, der ja im Grunde der Sohn von Rhaegar Targaryen ist und Lyanna Stark. Und er ist derjenige, der verheißen ist, der dann am Ende eben das Böse aus dem Eis, aus dem Norden, den Nachtkönig, im Grunde vernichten kann. Und diese Geschichte wird uns eben 200 Jahre vorher schon erzählt, dass das eben ja im Grunde ganz wichtig ist, dass das immer der König an den Nachfolger weitergibt, dass das die Vorbereitung ist, dass es da einen Aegon geben wird. Deswegen gibt es bei den Targaryens auch so viele Aegons, weil man ja immer dachte, das ist derjenige welche. Und hier verendet man am Ende, oder ja, am Totenbett von König Viserys, denkt er, er spricht mit seiner Tochter, gibt ihr nochmal den Hinweis, wie wichtig das ist. Aber seine Frau Alicent versteht es falsch und bekommt dadurch eine ganz andere Motivation, weil es auf einmal hat sie ja wirklich eine Motivation. Sie glaubt jetzt daran, dass eben ihre Überzeugung, dass ihr Sohn auf den Thron soll, dass das auch von ihm gewollt ist, was ja nie gestimmt hat. Und diese Änderung der Motivation macht für uns Zuschauer Alicent natürlich greifbarer. Als Buchleser wissen wir zwar, dass sie falsch liegt, oder wir erahnen sogar wahrscheinlich als Serienschauer, dass er eigentlich denkt, Viserys, er spricht mit seiner Tochter. Aber wir verstehen jetzt Alicent viel besser. Das ist in der Serie schon ein kluger Schachzug, dass man eben nicht nur schwarz und weiß hat, sondern diese wunderschönen Graunuancen, die wir aus Game of Thrones kennen. Mich stört aber, dass man das eben immer mal wieder macht und ich das so schade finde, weil es eben den Charakter verändert. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wo das hinführt, wo das mal in Staffel 2 oder 3, je nachdem, irgendwie wichtig wird. Aber ich fand eigentlich die Motivation von Alicent vorher schon nachvollziehbar und finde es jetzt falsch, dass man sie so auf diese falsche Fährte gelockt hat. Also am Ende, wenn sie sich die Serie mal anguckt, nein. Aber das finde ich ein bisschen schade, dass man Motivationen hier verändert hat. Zudem muss ich sagen, es hätte definitiv Triggerwarnungen für die Geburtsszenen benötigt. Wir haben 4 an der Zahl. Ich glaube, wir beginnen in der ersten Folge schon, in der letzten Folge. Zwischendrin haben wir auch noch 2 Folgen, wo Geburten gezeigt werden. Und die sind, weiß Gott, nicht wirklich so gut. Beziehungsweise kann man das gar nicht so sagen, weil zumindest eine der 3 Geburtsszenen geht ja gut aus. Aber also ich selbst habe keine Kinder, ich war bei keiner Geburt dabei und ich wollte das nicht so en Detail wissen. Also muss ich ehrlich sagen, wir haben hier schon sehr brutale Szenen, sehr schlimme Geburten, sehr schlimm, wenn es eben auch schief geht, wie dann eben die werdende Mutter, die dann vielleicht auch keine Mutter mehr wird, wenn man an Daemons Frau denkt. Ich finde das wirklich ganz, ganz schlimm und besonders die Geburtsszene von Emma, also in der ersten Folge und auch von Rhaenyra in der letzten Folge, ich fand das wirklich schlimm. Ich saß wirklich da und dachte, boah, also Hochachtung an alle Frauen, die ein Kind auf die Welt gebracht haben. Also es wird nicht immer so sein, wie da drin dargestellt, aber
Ja, ich bezweifle auch gar nicht, dass das, wenn wir hier von einem mittelalterlichen Setting ausgehen, dass das wirklich so passiert ist. Wir sind heute natürlich viel moderner. Man kann hier viel mehr die werdende Mutter, das Baby und so weiter unterstützen. Gott sei Dank sind wir da medizinisch weiter. Aber ich fand das wirklich heftig. Und ich glaube gerade junge Frauen, junge Mütter, vielleicht werdende Mütter, ob ich denen jetzt diese Szenen empfehlen würde, weiß ich nicht. Wir wissen natürlich aus Game of Thrones, dass es heftig ist. Also wenn wir an Oberyn Martell denken, wenn wir an die Tochter von dem Baratheon denken, oh mein Gott, Namen sind Schall und Rauch, das ist einfach so. Also es gab auch in Game of Thrones schon sehr heftige Szenen, auch körperlicher Gewalt, also was da körperlich mit Menschen passiert ist, aber das fand ich, ja, zeigt aber natürlich auch wieder die Motivation der Frauen, warum sie manchmal so handeln, wie sie handeln. Und dann, als letzten negativen Punkt, bevor wir dann an Schwärmen kommen, möchte ich die Ausdrucksweise auch ein bisschen bemängeln. Denn wenn hier Wörter wie Scheiße fallen und andere Wörter, denke ich mir, so hat doch keiner gesprochen. Also bei Game of Thrones hat man sprachlich schon auch auf eine ältere Sprache gesetzt und ich habe das auch schon bei der Ringe der Macht ein bisschen kritisiert, dass mir die manchmal viel zu modern wie wir einfach sprechen. Und natürlich macht man diese Serienadaption in unsere Zeit, aber ich finde schon schön, wenn man dieses Sprachliche ein bisschen durchzieht. Und ich bezweifle, dass jemand vor 500 Jahren diese Worte so in den Mund genommen hat. Und das finde ich tatsächlich schade. Ansonsten mochte ich es sehr, dass wir valyrisch gehört haben, dass hier wirklich noch die Targaryens valyrisch gesprochen haben. Das ist wie Elbisch, das klingt, ach, wie wunderbare Melodien in meinem Ohr. Und das finde ich richtig schön. Aber alles andere hätte ich mir ein bisschen, also es gab so verschiedene Szenen, wo eben immer mal sehr modern gesprochen wurde, wo ich dachte, naja, das hätte man so nicht gemacht. So, jetzt kommen wir aber nach einer knappen Viertelstunde endlich zu den positiven Dingen und allen voran sind es die Schauspieler. Ein wahnsinniger Cast, der mir durchgängig sehr, sehr gut gefallen hat. Angefangen von den Targaryens selbst, einen Matt Smith als Daemon Targaryen. Wer hätte gedacht, dass ich mal Fan eines Targaryen werde? Und in der Serie habe ich sogar drei, die ich toll finde. Aber Matt Smith ist wirklich on point. Er hat eine wahnsinnige Gesichtsmimik. Er muss nichts sagen, man guckt in sein Gesicht und er spricht Bände. Und das wirklich in vielen Szenen über die ganze Staffel hinweg. Man bekommt einen Shot auf sein Gesicht, man weiß genau, was er denkt. Einen Shot aufs nächste Gesicht von jemand anderem und man spürt diese Verbindung, besonders zwischen ihm und Rhaenyra. Das hat mir mit der jüngeren Rhaenyra ein bisschen besser gefallen, aber das fand ich jetzt zum Beispiel auch in der letzten Folge richtig, richtig, richtig toll. Ich bin ein riesen Matt Smith-Fan geworden. Ich fand ihn ja schon als Prinz Philip bei The Crown toll. Er war ja auch irgendein Doktor bei Doctor Who. Aber hier, er ist mit einer der perfektesten Targaryens, die es gibt. Auch Paddy Considine als König Viserys, wahnsinnig gut besetzt, toll gespielt. Allein wie der in seiner letzten Folge, bevor er stirbt, da zugrunde geht, das ist für mich schon Oscar-Preis andächtig, wobei es gibt ja keinen Oscar für Serien, ist das dann der Grammy? Ja, ne? Grammy? Ja. Oder der Emmy? Ich bin mir gerade, ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich fand das großartig. Ich mochte auch wirklich, wie die Targaryens dargestellt wurden. Ich mochte die Nebencharaktere. Ich fand es toll, wie die besetzt wurden, wie hier wirklich auch Minenspiel gezeigt wurde. Ich fand auch die Kinderdarsteller, egal ob es die jugendlichen Hauptcharaktere waren oder dann eben die Kinder derer, ich fand die richtig, richtig toll. Auch die schon ausdrucksstark, wirklich mega. Den Austausch finde ich gelungen, der Schauspieler, weil man doch immer mal wieder erkennt, wer könnte das jetzt sein, aber wie oben bei dem Negativen gesagt, war es für mich manchmal schwierig schon zu greifen, wer ist denn da jetzt wer. Also gerade wenn man noch dran denkt, dass ein Aemon einfach jünger ist als ein Aegon, dann aber als Jugendlicher um einiges größer ist und man dann erstmal das in Verbindung bringen muss, wer ist denn jetzt eigentlich wer, das hätte man, denke ich, ein bisschen, ja, anders machen können. Ja, ist natürlich schwierig. Na, wir haben halt hier nicht fortlaufend so viel Zeit wie zum Beispiel bei Harry Potter, wo dann eben jährlich die Charaktere älter wurden oder auch bei Game of Thrones, wo wir natürlich mehrere Staffeln hatten und die Kinder einfach von sich aus gealtert sind. Es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Wenn man eben Kinder castet, weiß man nicht, wie entwickeln die sich in der Jugend und so hat man das ja gut gelöst, vor allem weil man eben so 6 Jahre überbrücken hätte müssen, was natürlich einfach schwieriger ist. Es soll jetzt aber in der zweiten Staffel oder ab der zweiten Staffel nicht mehr so viele Zeitsprünge geben, was auch geschichtlich durchaus Sinn macht, dass wir jetzt ein bisschen knapper und enger beieinander sind.
sodass viel auch in diesen 10 Folgen von den Staffeln einfach benötigt wird. Aber das Schauspieler, wirklich großes Kino, Kostüme, richtig, richtig toll, hat mir sehr gut gefallen. Auch wirklich, wie man viel, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, wie wir viel gezeigt bekommen. Also wirklich dieses klassische Show, don't tell, also zeige und sprich nicht drüber, also oder erzähle es nicht, sondern zeige es, das hatten wir hier wirklich durchgängig. Und das habe ich wirklich geliebt. Das macht für mich besonders Fantasy-Serien und Filme wirklich zu einer großartigen Sache, weil ich da einfach das sehe, was passiert und es nicht irgendwer einfach nur erzählt oder es einfach immer nur im Dialog hin und her geht und irgendwo ein Erklärbär ist, der was erzählt, wie es ja dann zum Beispiel in Staffel 8 auch einfach viel gemacht wurde. Wir sind hier dabei, wir erleben Dinge, wir sind bei Dialogen dabei, bei Gesprächen dabei, bei großen Versammlungen im Grünen Rat, im Kleinen Rat und so weiter. Einfach nur großartig, wie uns Dinge eben gezeigt werden. Und das fand ich toll. Und es gab wirklich die ein oder andere Wendung. Besonders toll fand ich die Wendung, wie dann Rhaenyra im Grunde mit Daemon zusammenkommt, wo es ja nur Gerüchte gibt, wo ihr eigentlicher erster Ehemann abhanden gekommen ist, wie das gezeigt wird. Und man den Charakter erst liebt, dann kurz hasst und dann denkt, ach toll, und dann wieder liebt. Also das war wirklich ein Wechselbad der Gefühle, aber weil uns das eben gezeigt wurde und nicht nur erzählt. Da kommen wir natürlich auch zum Schnitt und den fand ich, und auch überhaupt zu den Orten, zu dem Bildhaften, den fand ich wirklich toll. Also wie Dinge zueinander geschnitten wurden. Ich fand jetzt auch, ich weiß, jetzt ist das bei mir noch recht frisch, dass es so die ein oder andere Kritik kam, warum Staffel Folge 9 sich nur im Grunde bei den Grünen beschäftigt hat, während Folge 10 ja eigentlich jetzt komplett bei den Schwarzen waren, also bei Alicent, und diesmal waren wir bei den Targaryens, bei Rhaenyra, warum man das nicht zusammengeschnitten hat. Und das wäre halt nicht gegangen, weil die Zeitfolge einfach nicht gepasst hätte. Dann wäre man da immer ein Stück weiter gewesen als hier, was aber gar keinen Sinn macht, weil da eben noch so viel passiert ist. Und man hat das in Folge 9 ja sowieso schon ein bisschen verändert, wahrscheinlich auch einfach aufgrund der Zeit, obwohl nichts irgendwie hektisch war. Aber ich fand das toll, dass man sich eben entschieden hat, eine Folge ohne Rhaenyra und Daemon zu machen und dann eben eine Folge ohne Alicent und den König Aegon. Und das, ich mochte das sehr. Ich fand das tolle Entscheidungen, die getroffen wurden. Bildhaft kennen wir natürlich vieles. Wir sehen jetzt aber auch viele Orte in Königsmund. Zum Beispiel sehen wir eine Drachengrube, wie die einfach echt in Aktion war und nicht wie dann in Staffel 8 eben alle schon heruntergekommen war. Und das, ich fand das einfach toll. Also Bild, Schnitt, großes Kino und als nächstes auch die Musik. Es ist mal wieder Ramin Djawadi, der hat auch schon für Game of Thrones die Musik gemacht und auch hier ist sie wirklich sehr passend, sehr stimmig. Man erkennt immer mal wieder so eine Melodie, die irgendwie angeteasert wird, dass man eben so ein gewisses Gefühl aus Game of Thrones kennt. Dann wird das eigene Musikalische draus gemacht. Ein bisschen schade finde ich, dass man an der Original-Titelmusik festgehalten hat. Die ist mega, gar keine Frage. Lang, aber richtig, richtig gut. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es trotzdem irgendwie was Eigenes wird, wenn ich ehrlich bin. Aber ich fand das toll. Also mir hat das Spaß gemacht, mir hat es große Freude gemacht, die Musik. Es war wirklich episch. Viele Gänsehautmomente, die erzeugt man natürlich durch Bild und auch bei mir durch Ton. Und das war wirklich wahnsinnig gut. Also richtig, richtig super. Und das ist definitiv auch ein Soundtrack, der bei mir jetzt demnächst immer mal wieder, wenn ich Lesestunden habe, einfach nebenbei mitläuft. Und richtig, richtig groß und richtig toll, neben den Darstellern fand ich die Drachen. Wir brauchen hier viele Drachen, wir brauchen sehr viele unterschiedliche Drachen und ich war auch schon bei Game of Thrones sehr begeistert von den drei Drachen von Daenerys und man hat hier wirklich wahnsinnig tolle, abwechslungsreiche, unterschiedliche Drachen geschaffen. Man kann die unterscheiden, die haben Namen, die haben Charakter, es macht so einen Spaß, mehrere Drachen einfach über Königsmund fliegen zu sehen und so weiter und wie normal die Menschen das eben auch noch gefunden haben. Während wir ja bei Game of Thrones immer die erstaunten Gesichter gesehen haben, wenn jemand einen Drachen gesehen hat, gerade wenn man an Winterfell denkt, ich glaube auch Staffel 8, war es nicht Staffel 7? Nein, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es könnte auch Staffel 7 gewesen sein. Wie da alle ganz entsetzt über die Drachen sind. Und man aber hier eben einfach sieht, es ist ganz normal, dass Drachen umherfliegen. Und es hat so viel Spaß gemacht, diese Drachen zu sehen, fliegen zu sehen, diese Größen zu sehen, wie sie im Grunde geritten werden, mit ihnen durch die Lüfte geflogen wird, was da so die Tradition der Targaryens ist. Großes Kino, es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und das ist wirklich eine Fantasy-Serie, die für mich an die Anfänge von Game of Thrones herankommt.
Sie ist vielleicht ein bisschen schneller und auch ein bisschen anders, als wenn man sie mit der ersten Staffel von Game of Thrones vergleicht. Aber auch die erste Staffel hat natürlich einen Moment gebraucht, bis sie gehypt wurde, bis man in der ersten Staffel gemerkt hat, Mensch, das ist was anderes. Da sind auch Dinge passiert, die es vorher gefühlt in keiner Serie irgendwie gab. Und also allein wenn man an Folge 9 der ersten Staffel denkt, dass da Ned Stark seinen Kopf lässt, wo man gerade noch dachte, das ist der Hauptcharakter, wer hätte das gedacht? Und das, ja, macht mir genauso Spaß. Also es hat in mir wieder diese Freude, diese Leidenschaft, dieses Feuer entbrannt für Westeros, für diese Welt. Und ich habe große Lust, die Serie Game of Thrones einfach mal wieder anzuschauen. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch in den dunklen Monaten einfach mal machen und jetzt einfach mal November, Dezember schauen, wie weit ich irgendwie komme. Und weil ich da wirklich Lust habe, einfach da einzutauchen und ja, leider zu sehen, wohin es sich entwickelt. Aber vielleicht blende ich die 8. Staffel auch aus, weil ja, am Ende, ja, macht das die Serie jetzt auch so. Sie ignoriert, was uns Staffel 8 mit dem Prinz, der verheißen wurde, gemacht hat und tut trotzdem so, als wäre es wichtig. Und das hat natürlich seinen Charme, weil die wissen es einfach nicht besser. Aber ja, also für mich eine grandiose Serie, die mir wahnsinnigen Spaß gemacht hat, die mich gut unterhalten hat. Ich habe die Folgen immer zweimal gesehen. Ich habe die Folgenbesprechungen von Cinema Strikes Back gesehen. Ich finde es toll, dass die noch nerdiger und tiefer drin sind, als ich es selbst bin, wo ich immer schon denke, ich bin positiv verrückt. Aber das macht so einen Spaß, auch in den Austausch mit Freunden zu gehen und da einfach wieder drüber zu sprechen. Und ja, ich freue mich jetzt demnächst auch mal, die Staffel so an einem Stück mehr oder weniger zu sehen, also wo man einfach mal 2, 3 Folgen hintereinander gucken kann an einem langweiligen Sonntag. Und da freue ich mich drauf und ich freue mich, das Buch vielleicht dann doch nochmal für mich zu entdecken und einfach mich ein bisschen spoilern zu lassen, wie es jetzt genau weitergeht. Ich meine, am Ende weiß ich, wie es ausgeht, aber ich ja, finde es schön, dass man manche Dinge eben doch ein bisschen anders macht, offen lässt und ja, also großartige Serie, wahnsinnig tolle erste Staffel mit 2, 3 Kritikpunkten, die ich doch ein bisschen schade finde, besonders, dass eben Folge 9 nicht so der Burner war, wie man sie vielleicht von Game of Thrones gekannt hat. Da waren das ja wirklich sehr markante Folgen, zumindest Staffel 1 bis 6, ab 7 und 8 gab es ja keine 9. Folgen mehr. Da ist immer etwas passiert, wo man tief geatmet hat und wirklich auch sprachlos war. Das hat mir hier fast ein bisschen gefehlt, aber ja, man muss ja nicht alles gleich machen. Na, dafür kamen dann die Schocker eben in anderen Folgen und ja, gerade auch jetzt in der letzten Folge. Also auch wie der Cliffhanger am Ende geendet hat, ich fand das wirklich perfekt gewählt und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Großes Serienkino, lange nicht mehr mich so begeistern können, hat mich eine Serie dieser Art, eine Fantasy-Serie. Und ich bin wirklich hin und weg und ich freue mich, die öfter zu sehen. Ich freue mich auf Staffel 2, die ja wohl mindestens so 1,5 bis 2 Jahre dauert. Soll ja erst 2024 kommen. Müssen wir uns etwas gedulden. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man zu Beginn einer Serie dabei ist. Das war wie bei Filmen oder Ähnlichem, wenn man immer irgendwie ein Jahr oder zwei warten muss. Nicht so schön, aber wir freuen uns. Ich bin natürlich auch mega gespannt auf eure Gedanken, eure Meinung. Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber sprechen und ich hoffe, ich ja, habe jetzt fast eine halbe Stunde geschwärmt. Ja, eigentlich nur eine Viertelstunde geschwärmt oder 20 Minuten, aber ja, ich fand es wirklich großartig. Ich hatte super viel Spaß und kann über die 2, 3 Dinge, die mir vielleicht nicht so gefallen haben, wirklich hinwegsehen, weil der Rest einfach so wirklich nahezu perfekt war und mir einfach Freude gemacht hat. Ich bin gespannt auf eure Gedanken. Danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Schaut gerne mal bei meinem Serientalk vorbei, wenn ich über die Ringe der Macht spreche. Ich verlinke es unten und vielleicht auch irgendwo hier. Und ich ja, wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.